Hallo Freunde, ich bin's wieder, Braincrash LP. Eigentlich wollte ich ja League of Legends weiter Let's Playen, aber dieses Spiel bot sich einfach auch, weil Fenox momentan gar nichts anderes mehr spielt, sehr an, es zu Let's Playen. Das Spiel heißt Warframe, ist via, was hast du denn für ein Schwert? Ist via Steam oder über die eigene Website erhältlich und wir spielen gerade die drei Grundklassenfiguren. Die da haben Schwerter, ich habe einen Kampfstab. Tada! Stellt euch doch mal vor, Kollegen. Jo, Philipp fängt an. Fenox. Fenox fängt Ja, an. hallo, ich bin Fenox. Ihr kennt mich ja schon aus dem Let's Play von Smite. Smite, genau, Smite, bloß nicht verwechseln. Genau, nicht LOL. Nein, es war Wieso sehe Smite. ich keine Gegner? Die Es gibt kommen ja noch. erst noch. Wir haben uns ein gutes Level ausgesucht, um eine Ankündigung zu machen. Erstmal alles kaputt machen und alles zu suchen. Meine Erfahrung. Ah. Hey, Leute, guck mal Ihr seht hier. mich, Ich habe ihr hier seht. eine Ihr seht Schatzkiste. mich. Ich habe hier eine Schatzkiste gefunden. Explosion! Ach, scheiße, daneben. Oh Mann, oh. Ihr seht mich hier mit Excalibur, dem. Bam! Hauptsache, also Freunde, wenn Oh, ihr wie. dieses Spiel spielt, immer auf die explosiven. Rainier! Oh, Gegner! Immer auf die explosiven Fässer zielen, wenn Gegner in der Nähe sind. Verbündete. Und fliegen lernen! Ja! Boah. Also, ich sag jetzt mal kurz was zu den drei Grundklassen, die wir hier gerade vorstellen. Das sind die einzigen, die man am Anfang auswählen kann, ohne Geld dafür bezahlen zu müssen. Nicht vergessen, vor grünen Spinden X drücken, damit man sie öffnen und Credits sammeln kann. Also, ich persönlich spiele Mac, die vielleicht einzige wirklich weibliche Figur in diesem Spiel. Außer Trinity Ja, Banshee. Trinity, bei der erkennt man gar nichts. Also, hier haben wir wieder diese Japano-ähnlichen maßgeschneiderten Anzüge, die wirklich Hey Leute, können wir die der Fantasie Aufgabe keinen auf. Platz lassen. Boah. Naja, ich spiele gerade Mac. Das ist eine Halbunterstützungseinheit, die mittels magnetischer Kräfte die Fähigkeit hat, Gegner heranzuziehen, abzustoßen, Schilde zu verstärken oder Gegner zu zerquetschen. Ganz viele lustige Sachen also. Oh, mit Controller zu spielen ist. Mein Kollege Fenox spielt den Grund-Nahkämpfer-Typen, der nennt sich Excalibur. Diese Figur, ach ja, das gibt's ja auch noch. Hui! Durch die Tür fliegen. Ein Artefakt. Trommelmagazin, das habe ich jetzt auch schon tausendmal. Naja. Weiterlaufen, Spielt weiterlaufen. Was? Excalibur, Was? ein Schwertkämpfer und Fusionskern? ja, ein Fusionskern, aber das bringt nichts. Wo? Ah, Ist doch hier. nicht wichtig. Donnerbüchse. Oh. Gegner, Gegner, renn nicht weg. Langweilig. Renn nicht Wo, weg, wo, wo, Meier, wo, renn wo? nicht weg. Ich hab. Hat einen Namen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einen Waypoint gesetzt aus Versehen. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Hä? Tab, glaube Wow. ich. Nein, das geht nicht. Oh, sch. Alter, warum kann ich nicht mehr auf die Pistolen hämmern, so wie früher? Das verwundert mich irgendwie gerade ein bisschen. Naja, Excalibur eben, ich komme ja gar nicht dazu, meine Sätze fertig zu machen. Das ist echt aggro. Excalibur eben, der Grundnahkämpfer. Lol, wie verbuggt ist der gerade weggeflogen? Egal. Der Und Grundnahkämpfer. der kann solche tollen Angriffe wie Supersprung. Ah ja, diese total nutzlose Fähigkeit. Ja, seht euch das an. Da hüpft man 2 Meter in die Luft. Was nochmal? Das verbr... wieso? Dann kann er noch blenden aus irgendeinem Grund. Machen wir mal gerade. Flash. Hui. Was bringt's dir, Mann? Und dann hat er noch einen wirklich coolen Move, den er jetzt hier nicht vergeuden wird. Natürlich vergeudet er ihn. Naja. Und unser Kollege Ja. Mac Meyer, der spielt den Loki. Loki ist ein Ah, ich kann. Tarnexperte. Der kann sich unsichtbar machen, Doppelgänger erschaffen und alles Unnötige, was man aus diesem klischeebedienten Gebiet schon kennt. Und kann mit Frau. Ich erkläre euch jetzt mal kurz und vor allem auch unserem Loki-Kollegen hier, was ein paar Grundmoves im Warframe-Gameplay sind. Wenn man Shift gedrückt hält, das linke am besten, kann man sprinten. Hält man währenddessen Steuerung gedrückt, slidet Das man. ist ja jetzt nichts Neues, Wenn man aber. während dem Sliden die Leertaste drückt, macht man diesen super geilen Vorwärtssalto direkt aus dem Start raus. Und in der Luft kann man auch sliden und die Tür dadurch like auftreten. Das ist so lustig. Oh, Ach ja, und das Spiel hat so ziemlich die... spielt niemals mit Controller. Und das Spiel hat so ziemlich die leichtesten Heckpassagen der Welt. Alter, töte die nicht alle. Außerdem kriegt man immer gleich Erfahrungspunkte, also die werden an jeden gleich verteilt. Das ist sehr praktisch, weil man sich dann nicht um die balgen muss, aber auch ein bisschen nervig, weil man sich dann trotzdem drum balgt. Ja, halbierte Gegner, das sieht man immer gern. Flieg in Oh, Stücke, flieg Schildgegner! in Stücke. Vorsicht, die können reinhauen, es sei denn, ich hau zuerst rein. Hülsenverdichtung. Da haut gar nichts rein.
Level 16 for the win. Level 16. Das ist Sparta. Nicht vergessen, Leute, wir müssen nicht immer nachkommen. Oh, meine Schilde sind schon weg. Warte, ich polarisiere sie dir. Wo bist du? Nein, sie sind schon wieder oben. Ah ja, jetzt sehe ich auch wieder, wie sie sich aufladen. Da steht... Was ist das? LOL. Hey, komm mal kurz, Fenox, komm mal kurz. Komm mal hier rüber. Siehst du mich? Komm. Oh Mann, jetzt ist er verpufft. Da hing gerade ein Gegner halb in der Wand drin. Das sah echt lustig aus. Also das Spiel ist extrem verbuggt teilweise. Ja, es ist auch erst noch eine Beta. So wie es meint. Ob es am Ende auch Free-to-Play sein wird, weiß man gar nicht genau. Hat Game One auch schon vorgestellt, falls es jemand interessiert. Die haben da sich sehr ausgelassen über die Fehler. Oder und ich muss sagen, ein paar Sachen in diesem Spiel sind echt nicht tragbar. Zum Beispiel das Verhalten von Gefangenen. Die rennen dir hinterher, springen vor dir in die Schusslinie, schießen zuerst auf dich und dann auf den Gegner. Und sie können Lasertüren öffnen. Ah ja, warum eigentlich? Die können, da gibt's, wenn man gegen die Korpus... Weil sie sonst festbacken würden. Wenn man gegen das Spiel, wenn man gegen das Volk Korpus spielt, ja, die sichern ihre Türen immer mit so, ja, ich weiß, ich darf's nicht sagen, egal. Die sichern ihre Türen immer mit so nervtötenden Laserfallen, ja. Die strahlen euch dann plötzlich grüne Laser drauf und ihr wisst nie genau, wann die aufhören und wann sie wieder anfangen. Ich habe echt, ah ja, hoppla, ich habe mir gerade das Headset vom Kopf gehauen. Egal. Und diese Gefangenen laufen da einfach durch, als wäre das Pappmaché. Das ist voll Kacke. Aus dem hauen sie einem immer ab, sodass sie einem gar keine Gelegenheit lassen, sie zu retten. Die wollen uns einfach nur schlechter stehen lassen. Und dann heißt es, dann heißt es immer, passt ja gut auf, euer Gefangener darf auf keinen Fall sterben. Nein, das wäre sowas von fatal, ihr hättet sofort verloren. Und dann läuft er mitten durch den Kugelhagel, kriegt gerade mal noch ein paar Granaten ab, aber es passiert nichts wirklich. Ach so, die haben die Schussgeschwindigkeit von meinen Revolvern runtergepatcht, jetzt kapiere ich's erst. Wahrscheinlich waren die denen zu schnell Feuer-like. Aber Alter, mit zwei Revolvern kann man halt nur mal schnell schießen. Ich weiß ja nicht, was die Spielentwickler für Probleme haben. Ich weiß ja nicht, was du mit unter Revolver verstehst, aber das verstehe ich nicht unter Revolver. Ja, für mich ist halt ein... Hast du gerade den Flash gemacht? Irgendwie, das Lustige ist, immer wenn eine Fähigkeit von einem Warframe aktiviert wird, dann verändert das ganze Spielfeld, also unsere Sicht, für kurze Zeit die Farbe. Ich zeige euch jetzt nach und nach noch die Fähigkeiten in meiner coolen Figur. Zuerst mal heranziehen, damit kann ich Verbündete oder Gegner an mich heranreißen. Und sie dann auf den Boden platt machen. Klopp. Ach, man kann jetzt mit normalen Attacken auch auf den Boden treffen, das war vorher auch anders, naja. Als nächstes zeige ich euch Schildpolarisierung, sobald einer meiner Kollegen ein bisschen Schild verloren hat. Ach, scheiß drauf, auch so. So, dieser Schild hat, sein Schild wäre jetzt gerade aufgeladen worden, hätte er ein Problem gehabt. Naja, wie dem auch sei. Ach, diese Kreissägen-Typen, die besten Gegner von allen, rennen einfach in dich rein und lassen sich mit einer Pistolensalve ausschalten. Die sind sehr lustig. Da reichen zwei Schüsse. Ach was, ich habe eine 3-Schuss-Gewehr, also reicht eine Salve. Was, ich habe gerade statt Hecken um Garnen gelesen, ich weiß auch nicht. Dann kann man den Kugelmagnet aktivieren. Der Kugelmagnet erschafft ein magnetisches Kraftfeld um den Feind, durch das sämtlicher Beschuss in der Umgebung direkt auf seinen Kopf gelenkt wird. Auch der feindliche Beschuss selbstverständlicherweise. Und meine Ulti, die zeige ich euch, wenn die Zeit reif ist und genug Gegner rumwuseln und ich genug Energie eingesackt habe. Gesagt, wen sagst du? Ich sacke halt. Ja, in der Tat. Das sucks. Alter, renn nicht vor mir weg. Nur weil du so langsam bist. Kann man einer helfen, die Tür aufzumachen? Wo bist du? In der Tür. Auf der Karte sieht man das. Wo seid ihr eigentlich gerade? Oh nein, ihr seid ja oben. Alter, ich bin gerade fast runtergeflogen. Ich habe hier halt nur mal schnell noch so 4 Gegner besiegt, die ihr total übersehen habt. Worüber sich viele garantiert aufregen werden. Die Innenlevel sind extrem unabwechslungsreich, aber das wird sich ändern. Schließlich ist es eine Beta. Der Gefangene! Ich wollte ihn gerade töten. Ich weiß auch nicht wieso, aber der ist so nervig. Halt, wartet, ich möchte noch schnell meine Ulti zeigen. Und ja, zerquetschen ist gut. Flatsch, das mache ich mit allen Gegnern in der Umgebung. Das ist so. Und das war's dann auch das schon. Das ist so stark, Alter. Ja, das war jetzt eigentlich nur ein kleines Einfühllevel. Ich laufe hier noch schnell rum und durchsuche alles. Ihr müsst in Warframe immer gut auf die Umgebung achten, denn dort sind manchmal sehr viele Credits versteckt, von denen ihr aber nur sehr wenige direkt seht. Lol, was war gerade mit dir? Irgendwie bist du gerade auf den Vieren reingeflogen, egal. So, und jetzt zum Extraktionspunkt reinlaufen.
Rein und springen und jetzt So, das diese war. wunderbare Animation, wo hat er seine Waffen? Ich hab nichts gesehen. Ja, in den Händen. Der steckt sich. Alter, der Stab ist gerade da drin versunken. Das ist ja lustig, naja. Also, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dieser Folge. Endlich muss ich mal nicht so viel zusammenschneiden, aber ich zeige euch jetzt noch kurz das Menü. Hier sieht man, okay, ich habe Mission abgeschlossen. Da kann man jetzt hier zum Beispiel. Ja, ich beende jetzt mal kurz die Sitzung einfach so. Hier kann man jetzt die unterschiedlichen Planeten auswählen. Ich habe schon relativ viele freigeschaltet. Und ja, es wird garantiert noch ein paar Folgen geben, vor allem wenn Fenox und ich endlich unsere Traum-Warframes freigeschaltet haben. Rhino Trinity! Genau, Trinity. Trinity und Rhino, der Tank und die Heilerin. Die perfekte Kombination. Tada! Wie dem auch sei, ich habe mir auch schon ordentlich Waffen zusammengekauft, aber es dauert noch ewig, bis ich den nächsten Rang aufsteige. Das nervt echt, also ihr müsst wirklich viel Spielzeit investieren. Ich meine, ich zocke jetzt mindestens schon 72 Stunden, wenn man es hintereinander hängt an diesem Ding. Und ich bin immer noch Spieler Level 1. What the fuck? Naja. Okay, das war's für diese Folge. Mir fehlen noch 900 Punkte. 1500 fehlen mir noch. Er war so ein Suchti. Ich war mal für eine sehr lange Zeit länger besser als er. Und dann hat er plötzlich angefangen, nur noch dieses Spiel zu spielen. Das mindestens 3 Stunden täglich, glaube ich. Und nach ein paar Wochen war er dann nicht nur dreimal so gut wie ich, sondern hatte plötzlich auch. Nach 3 Also der hat Tagen. sowas von Credits gefarmt, das ist abnormal. Naja. Also, und das seht ihr bald auf YouTube und demnächst dann auch die nächste Folge. Vielleicht mache ich auch bald mal wieder ein Smite Let's Play, wenn dieser Arsch von Fenox wieder mitspielt. Tschüss, Leute!